Moin, ja, und jetzt bin ich wirklich unterwegs. Es ist Freitag, der 3. September. Ja, ich konnte ein bisschen früher Feierabend machen, so konnte ich schon am Freitag einen Tag früher losfahren. War echt klasse. Ja, ich bin wirklich unterwegs Richtung Süden. Ihr habt das Schild gesehen. Garmisch 1100 Kilometer. Das ist noch vom Race Across Germany. Das hat mich so angefixt. Eigentlich wollte ich eine Tour durch Österreich machen, aber irgendwie habe ich das gecancelt. Ich dachte, warum eigentlich nicht? Jetzt bin ich unterwegs. Ja, hier hinter mir, da steht der Packesel, vollgepackt mit schönen Dingen. Ja, hauptsächlich Klamotten diesmal. Ja, es ist schon recht frisch geworden heute Morgen. Also Jacke, dickere Hose, das muss alles mal ein bisschen mehr mit einem Pullover. Das nimmt da schon recht viel Platz ein, aber vom Gewicht her habe ich es eingehalten können, alles, das Systemgewicht. Ja, mittags hier. Snacks und so habe ich eher weniger mitgenommen. Und ja, heute geht's los. Wo bin ich losgefahren? Von zu Hause an Flensburg vorbei. Jetzt schon ein ganzes Stück Richtung Süden, so 23 Kilometer habe ich schon. Ich stehe hier am Havetorf, da sehe ein kleines Kleinod bei mir in der Nähe. Ja, hier kenne ich alles, alles mir bekannt. Bis zum Kanal sowieso und eigentlich auch südlich Schleswig-Holstein sowieso. Ja, habe ich eigentlich schon bald alles gefahren. Deswegen werde ich das versuchen, in zwei Etappen zu fahren. Heute 100 Kilometer vielleicht noch und morgen nochmal 120, dann bin ich schon an der Elbe und fahre rüber nach Niedersachsen. Dann wird es für mich ein bisschen anders, ich werde ein bisschen Gas geben jetzt die nächsten Tage. Oh, da aber kleine Highlights so wie diesen hier wird es noch geben, echt schön, wie ihr seht. Oh, schöne Natur hier, so ein paar Dinge gibt es auch noch unterwegs, aber ich werde ziemlich viel an allen vorbeifahren, an Schleswig vorbei, durch Rendsburg etwas, über den Kanal und dann etwas südlicher, da habe ich dann so eine Übernachtungsstelle ausgesucht. Da fahre ich heute hin, aber mehr verrate ich jetzt nicht. Ja, also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern, bei der ersten Etappe. Das nächste Highlight auf diesem Weg, den ich fahre, den Ahrenholzer See. Schöne Badestelle hier, aber heute gehe ich mal nicht rein. Ja, wie gesagt, alles ist mir bekannt. Aber wie ihr vielleicht auch seht, ich habe hier einen Windpuschel. Ja, ich habe mir jetzt doch noch mal ein Funkmikrofon angeschafft. Ja, das von DJI. Mal sehen, ob das jetzt ein bisschen besser geht. Ich fand auch mit dem Windschwamm war der Ton nicht immer gut bei sehr viel Wind. Ich hoffe, erhoffe mir jetzt noch ein bisschen besseren Ton. Und die GoPro 10 ist natürlich auch wieder am Start. Die habe ich natürlich nicht weggeschmissen, nachdem ich in Schweden meine Probleme hatte. In der Schweiz hat sie ja gut funktioniert, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Deswegen nehme ich sie auch diesmal auf dieser Radreise mit. Toll anzusehen, bestes Wetter, aber leider der Wind ist sehr stark. Teilweise muss ich auch schon gegen ankämpfen. Ich bin jetzt bei Kilometer 37, also ich habe noch was vor heute, aber es ist noch viel Zeit. 14.20 Uhr, also es kann weitergehen. We'll be right back.
Schleswig bin ich vorbeigefahren. Bin jetzt bei Kilometer 50, schon ein bisschen drüber hinaus, also Halbzeit schon von heute. Noch nicht mal halb vier, also es ist richtig, läuft richtig gut. Erste Schotterpassagen, alles gut gemeistert. Ja, hier an den Straßen ist auch nicht so viel los, aber wie es so ist, Kamera an, die Autos kommen. Ja, aber egal. Man sieht auch, hier im Norden ist es sehr trocken. Ja, deswegen werde ich mich so ein bisschen verkneifen mit dem Drang, ja irgendwo zu kochen. Das ist mir doch alles zu gefährlich. Und dennoch dieser Wind heute, da werde ich wohl eher mal unterwegs was essen. Ja, aber ich habe ihn mit für eine Kleinigkeit, vielleicht am Morgen. Muss mal sehen, wo man so einen Platz hat, wo echt nichts passieren kann. Das ist echt gefährlich. Was man auch merkt, ein paar Kilometer gefahren, man fährt an den Leuten vorbei, die lächeln einen an. Ich glaube, die würden auch bald fragen, und wohin geht die Reise? Die würden das echt mal fragen. Und wenn man dann sagt, Garmisch, ich glaube, die würden echt blöd gucken. Aber naja, ich fahre jetzt weiter. Die nächste Schwierigkeit kommt gleich. Die Hütten der Berge. Ja, okay. Richtig Schwierigkeiten ist er nicht. Und dann kommt auch schon Rendsburg mit dem Kanal. Ja, das ist schon wieder die nächste größere Stadt. Da werde ich aber durchfahren. Naja, weiter geht's. Ja, in diesem tollen Wetter heute. Rendsburg ist erreicht, 75 Kilometer sind geschafft. Ja, und jetzt habe ich auch schon wieder Hunger. Ja, schnell Imbiss, schnell rein. Und dann ist das erledigt. Ist doch gut so. So eine Stadt hat doch immer was von Vorteil. Da brauche ich nicht kochen. Ja, Wetter ist perfekt, ist super gelaufen, 75 Kilometer. Es ist jetzt 15 Uhr, wollte ich schon sagen, 5 Uhr nachmittags, 17 Uhr. Perfekt gelaufen. Ich habe ja gar nicht mehr so viel. 25 Kilometer noch bis zu meinem Schlafplatz. Das ist nicht mehr weit. Zu filmen gab es nicht viel. Es gab keine Highlights. Nur Felder. Viel Monokultur jetzt zurzeit. Es stehen ja nur noch die Maisfelder. Das ist ja nicht besonders interessant. Naja, mal sehen. Gleich komme ich, wenn ich aufgegessen habe, zum Kanal. Das ist doch mal wieder ein richtig schönes Highlight. Und eigentlich auch schon der erste Meilenstein sozusagen auf meiner Reise. Ja, das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen, die Radreise hier rüber zu führen. Erst hatte ich über eine andere Fähre, wenn ich später da bin, wäre ein direkterer Weg, die paar Meter jetzt Umweg, um einmal damit wieder zu fahren. Sie ist wieder da, die Schwebefähre, das technische Meisterwerk. Die sieht irgendwie trotzdem noch alt aus, aber die ist nagelneu. Gerade dieses Anfang dieses Jahres in Betrieb genommen. War zwischendurch auch schon mal wieder geschlossen wegen Wartungsarbeiten, also alle Schrauben noch mal wieder nachziehen und so. Und jetzt ist sie wieder da. Ja, es ist schon echt toll. Es ist ein Meilenstein jetzt bei meiner Reise, aber ich bin jetzt bei Kilometer 78, also ich habe noch genug Meilensteine. Naja, jetzt wird es weitergehen. Ja, noch ein Stück weiter Richtung Süden, bis ich meinen Zeltplatz erreiche, wo ich hin möchte. Na, ihr werdet sehen, wo das ist.
Es ist immer noch pustig. Ich muss jetzt schon öfters wieder gegen an mich kämpfen. Es ist jetzt 19 Uhr. Ah, nicht mehr weit. 10 Kilometer nur noch. Dann bin ich da, wo ich hin will. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. Es ist ein bisschen komisch, jetzt hier ja, so in den Abend hinein zu fahren. Bei einer Radreise, das mache ich sonst ja eigentlich fast nie. Dann bin ich spätestens 18 Uhr da, wo ich hin will. Aber das sollte es heute auch sein. Eigentlich wäre ich ja vielleicht auch sogar noch später losgefahren, wenn ich nicht früher frei gehabt hätte. Aber naja, es ist irgendwie komisch. Aber es kommt mir immer noch so vor, ja, wie so eine Tagesreise. Ich bin gleich wieder zu Hause, weil ich hier alles noch kenne. Die Wege bin ich schon mal irgendwann mal gefahren. Ah, ist echt komisch. Naja, schauen wir mal, ob ich den Platz finde, wo ich hin möchte. Jackpot, Leute, das ist ein Schlafplatz vom wilden Schleswig-Holstein bei Langwedel. Da ist das Schild, ja, ist ja etwas schief, sehr sandig, ja, aber egal, Tischbänke, hier kann man und darf man sein Zelt aufstellen. Hier ist zwar nichts, Toilette, Wasser, gar nichts, aber ich habe genug mit. Wasser habe ich gerade mir noch mal aufgefüllt, ja, auf dem Friedhof und tja. 103 Kilometer Ziel erreicht, schon am Freitag. Das ist ja geil, also das freut mich. Es hat geklappt, ich bin hier für mich alleine. Ja, hier ist es ja so an so einem Rande eines Naturschutzgebietes, deswegen ist das vom Land Schleswig-Holstein hier auch von Stiftungsland Schleswig-Holstein hier ausgewiesen. Echt toll. Ja, keine Kühe oder irgendwas zu sehen, es ist sehr ruhig, ja, nicht ganz, die Autobahn ist nicht weit weg. Boah, aber ich muss mich jetzt noch mal beeilen. 19:40 in der Stunde wird das schon recht dunkel, also Sonnenuntergang ist ja 10 Viertel nach, ja, 20:15 circa, also nicht lang, also schnell Zelt aufbauen, einrichten, ja, alt werde ich bestimmt nicht, ich habe heute ja noch gearbeitet, aber echt klasse hier. Hammer. Naja, ich melde mich gleich nochmal, wenn das Zelt steht. Hammermäßig. Perfekt. Ja, es hat keine halbe Stunde gebraucht, um das aufzubauen und alles vom Rad reinzupacken, Luftmatratze aufzupumpen. Ja, aber alt werde ich auch nicht mehr, das merke ich. Ganz schön kaputt, ich habe heute Morgen ja gearbeitet, also. Und jetzt bin ich schon hier, nach 105 Kilometern, oder nicht ganz 105, aber perfekter Tag. Zwar dieser starke Wind, aber den hatte ich ja nicht immer nur als Gegenwind, meistens Seitenwind, also war völlig okay. Ja, was ich zu diesem Platz sagen kann, ja, bei Regen glaube ich nicht so schön. Ja, hier unten, das ist alles Erde. Ja, bei Regen wird es vielleicht ein bisschen matschig, aber der Boden ist jetzt auch sehr hart. Ich brauchte wieder meinen schönen Campinghammer, da bin ich wieder glücklich, den mitzuhaben. Das hätte ich nie mit der Hand reindrücken können oder irgendwas. Hier einen Stock oder so, vielleicht hätte ich suchen müssen, um das reinzuschlagen. Also den werde ich wieder brauchen, habe ich schon wieder gebraucht und werde auch bestimmt auch wieder brauchen. Der muss mit. Ja, was soll ich sagen? Perfekter Tag. Schon am Freitag losgekommen, 101 Kilometer von der Gesamtstrecke abgeknabbert, also 1000,
59 sind es noch, also noch eine richtig lange Strecke. Aber der erste Tag hat ja schon super geklappt. Das Wetter bleibt so sonnig, starker Ostwind. Ich hoffe, morgen bleibt es so ein bisschen leicht, vielleicht wieder Richtung Norden, Nordost. Hoffe ich ja, aber werde ich sehen. Und hoffe, morgen vielleicht schon an die Elbe zu kommen. Es ist aber noch ein weiter Weg. Ja, das wäre wieder Plan A. Ja, aber ich werde hier nicht alt. Ihr habt die Strecke gesehen. Ich bin heute eigentlich ziemlich straight durch. Ja, 19:30 angekommen, 11:45 Uhr losgefahren. Ich habe dann, dadurch, dass ich früher los konnte, dann auch alles ein bisschen noch mehr genossen, obwohl ich das alles gekannt habe. Ja, morgen, ja, ich kenne die meiste Strecke, aber einige auch nicht. Also ich werde das auch wieder genießen. Schauen wir mal, wann ich morgen wieder los kann. Ich hoffe, ich auch wieder recht früh. Jetzt ist es noch eigentlich recht angenehm. Ich merke aber, bald ist eine Jacke fällig. Die Nacht wird auch nicht so kalt. 14 Grad. Die vorherige war nur 8 Grad. Also wesentlich mehr. Also da habe ich doch Glück. Vielleicht ist morgen das Zelt ja auch gleich trocken, weil ich hier unter dem Baum stehe. Werde ich sehen. Es war ein schöner Tag. Es war ein toller Anfang. Es kommt noch viel mehr. Also ich bin glücklich. Aber kaputt und werde jetzt gut schlafen. Reinlegen, noch ein bisschen Social Media ein bisschen bearbeiten und dann war es das. Also, ich hoffe, der Ton hat diesmal geklappt, denn das ist was Neues, was ich mit habe. Ich habe noch ein bisschen mehr Neues mit, werdet ihr in der Laufe der Reise auch noch sehen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, den Ton hier mitzunehmen. Ja, es war nämlich sehr pustig heute. Und, tja, ich will auch nicht mehr sagen, ich merke, ich bin müde. Also dann bis morgen. Oder, ja, beim Video wird es wahrscheinlich eine Woche weiter sein. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Tschüss.